Guten Tag, Margo. Wer schafft es, in Lego Worlds zu ertrinken? Ich. Natürlich ich. Wer sonst? Spanner. Alles voll Spinnen! Wie geil ist das denn? Ihr seid am Start, El Magus am Start. Willkommen zu einem neuen Video mit Lego Worlds. Und bevor wir hier in eine geile Welt hineinstarten, kurze Info, Leute. Abonniert diesen Shit-Kanal. Es kommen jeden Tag neue Videos. Richtig krasse und lustige Gaming-Videos. Und Leute, es ist kostenlos. Tut es einfach. Okay, Leute, wir sind auf dem Sturzflug in eine brandneue Welt. Das Krasse an diesem Spiel, ey Leute, es ist wirklich so vielschichtig. Man kann jetzt einfach in eine zufallsgenerierte Welt rein. Es gibt so viele Welten zu entdecken. Du klickst einfach auf Find a World und es generierte zufällig eine Welt. Und es ist so unglaublich vielschichtig. Wir sind jetzt hier in auf so einer Cowboy-Insel gelandet. So geil. Howdy, Sheriff of this town. I have to keep the peace, but I've lost my shooter. You seen it? Okay, wir müssen also seine Pistole finden, um diese Quest zu erfüllen. Und ja, das machen wir, denke ich mal, nebenbei. Das System, dass man einfach Quest annehmen kann und machen kann, das ist einfach so unglaublich genial. Da ist eine Schlange. Hallo, Schlange. Hallo, Schlange. Eine äußerst friedliche Schlange. Ja, Tutti-Tutti. Du tust ja keinem was zu leide, ne? Nehme ich dich einfach mal unter den Arm und lauf einfach mit Schlange rum. Schlange! Skorpion auch friedlich. Skorpion, guter Skorpion. Skorpion, du friedlich? Ja, du friedlich, ne? Tutti-Tutti. Nehme ich dich einfach mal mit. Dein Vorstand, das ist Lego Worlds. Alles, was sonst total aggressiv und unfriedlich ist, ist in diesem Spiel friedlich. Okay, Leute, wir haben eine Quest mitten unter Wasser hier. Wie krass ist das denn? Wir können hier längs tauchen, wie wir Bock haben. Oh nein! Wir sind ertrunken! Wie geil ist das denn? Das muss ich dann erstmal wissen, dass man hier ertrinken kann. Okay, wo ist meine Welt? Ich muss zurück. Guter Imago. Wer schafft es, in Lego Worlds zu ertrinken? Ich. Natürlich ich. Wer sonst? Oh mein Gott. Wie krass ist das? Alter, das ist eine Truhe. Oh, wir öffnen die Truhe. Ich bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ich tauche hier einfach random durch und finde einfach eine Truhe. Die Pistole! Okay, wir haben jetzt auch ein Inventory unlocked. Also, dass wir Sachen einstecken können. Und ohne, dass ich das irgendwie jetzt bewusst finden wollte, finden wir in dieser Truhe direkt die Pistole. Das ist ja absolut oberkrank. Und hier sind auch rote Schlangen. Ja, Tutti, Tutti. Ja, hallo, Schlangi, Schlangi. Ich will damit auch schießen. Jawohl, es geht. Ich kann mir da auch rumballern. Das macht Bock. Schießen wir auf Kakteen. Schießen wir einfach mal auf Kakteen. Jawohl. Der möchte also Dynamit haben. Erstmal müssen wir jetzt zu unserem Kollegen. Oh, schwarze Schlangen, auch cool. So, Leute, wir sind auf jeden Fall gut davor. Wir haben jetzt alle Tools freigeschaltet. Das ist doch schon mal eine super Sache. Dann haben wir die schon mal kennengelernt. Jetzt brauche ich einmal zwei Sachen. Und zwar eine neue Quest. Ja, mal neue Quests. Und, ja, den Typen, der seine Pistole haben wollte. Oh mein Gott, Leute, ein gelber Skorpion. Töten wir ihn. Oh mein Gott, gibt das viele Münzen. Oh mein Gott. Da ist doch der Cowboy. Hier, du, ich hab deine Waffe, Kollege. Hier, was will er denn? Er will irgendwie so ein, keine Ahnung. Was willst du? Rede mit mir. Okay, wenn wir diesem Kollegen Schnürschuh hier helfen, können wir auf jeden Fall. Okay, hier irgendwo drinne ist, glaube ich. Oh, da steht jemand anders mit drinne. Okay. Also dem müssen wir jetzt irgendwie da raushelfen. Okay, Leute, ich habe den Kollegen jetzt hier in den Stein eingebuddelt. So, jetzt irgendwie scheint es zu klappen. So. Jawohl. Da hat er es geschafft. Da habe ich ihn hochgebuddelt mit irgendwelchen Bricks. So geht's auf jeden Fall. So geht's auf jeden Fall. Und oh mein Gott. Eine schlafende Kuh. Juhu. Ich habe jetzt mal diesen Typen einfach mal entdeckt. Und kann ihn jetzt hier random einfach in die Welt setzen. Machen wir ganz viele von denen.
Von solchen Leuten kann man nicht genug haben. Nein, okay, reicht. Das macht echt einen Heidenspaß, aber es ist so viel irgendwie. Kann man solches hier alles entdecken irgendwie? Bringt mich das irgendwie weiter? Oh mein Gott, Skelette. Killen wir einfach mal das Skelett mit. Erstmal machen wir sie kalt und dann das Skelett. Machen wir einfach beide kalt, habe ich mal so gedacht. Okay, jetzt haben wir einen richtig krassen Heißluftballon. Das ist ein scheiß Händler. Ein Dreckshändler. Ich will nichts von dir. Ich finde meine Sachen gefällig selber, okay? Okay, hier ist das Ende dieser zufallsgenerierten Welt. Letztendlich ist das ja alles schon hier amüsant, aber es ist letztendlich einfach nur, macht mich das Buff das Spiel unglaublich geil. Ich bin echt begeistert. Vor allem alles so frei und mit den Quests und so Bugs habe ich bisher auch noch nicht erlebt. Also so richtig fiese, außer natürlich, dass ich sie runterprügeln konnte. Es hat aber irgendwie immer geklappt. Also damit ich die Sachen natürlich bauen kann, wie Kakteen oder so, muss ich natürlich alles irgendwie entdeckt haben. Aber darauf habe ich natürlich keinen Bock, hier alles zu entdecken. Würde ich mal sagen, Leute. Hey, na? Okay, der Typ ist hier wieder eingesperrt. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zu doof für die Welt sind, aber genau diese Quest habe ich gerade schon geschafft. Hm, was sagst du dazu? Na? Jetzt bist du da oben gefangen, ha? So, du bist doch frei, du Idiot. Okay, Leute, ich habe die Quest jetzt einfach nochmal erfüllt. Man kriegt dann einfach nur Münzen, aber halt nichts weiteres. Aber was ist das denn? Was war das denn? Wie geil. Das läuft einfach von mir weg. Wie geil ist das denn, Leute? Jo, hier haben wir so eine Map-Übersicht. Hier ist der... Das ist ein Troublemaker, ist das? Heißen die Dinger. Voll geil auf jeden Fall. Die Viecher. Und Leute, wuhu, wir haben eine neue Truhe gefunden. Okay, ich weiß nicht, wieso wir das Ganze jetzt von hinten angucken müssen. Und da ist ein Barn drinne. Hat das nicht irgendjemand gesucht? Also ein fetter Hühnerstall oder Bauernhof, Barn halt, wie man es übersetzen mag, habe ich jetzt gefunden. Howdy, you want a new barn for my ranch? Will you lend a hand? Ja, klar. Habe ich ja schon gesammelt. Da habe ich die Quest im Vorhinein schon erfüllt. So, bitte sehr. Spanner. Spanner. Damit ist natürlich Spanner gemeint. Geil, Alter, sowas ist immer lustig. Oh mein Gott, noch eine Truhe. Alles voller Truhen hier. Man muss sich nur etwas umschauen. Dann findet man die ganzen Truhen. Mal gucken, was sich hier drinnen befindet. Dynamit. Das hat auch irgendein Typ hier gesucht. Nur müssen wir die... Okay, es brennt. Das ist gar nicht so lustig. Ja, ist auch etwas riesig. Alter, ist das geil, dass man sowas bauen kann. Oh mein Gott, Leute. Hier ist eine fette Höhle, in die ich gerade mal reingehe. Alter, ist das awesome. Und sie geht immer tiefer, Leute. Und hört einfach auf, ist ja langweilig. Hammerheftig mit so Höhlen und die ist sogar in die Karte eingetragen. Oder ich weiß nicht, ob seitdem ich sie entdeckt habe, vielleicht ist sie jetzt erst kurz jetzt in die Karte eingetragen. Aber ich finde solche Sachen so krass. Okay, ihm sollen wir auch irgendwas bauen. Ich habe keinen Plan. Aber kriegen wir wohl irgendwie gebacken. Erstmal können wir hier nochmal eine geile Quest erfüllen. Alles voll Spinnen. Es hat gekitzelt. Hat gekitzelt, Junge. Oh mein Gott, Leute. Ich sehe wieder auf der Karte hier irgendwie einen geheimen Gang unter dem Wasser wahrscheinlich wieder. Ey, ich glaube, das sind einfach nur Stellen, wo Truhen sind, diese gelben Striche, ja. Schauen wir einfach mal. Okay, wir sind mitten in einer Höhle unter Wasser. Auf jeden Fall, ob wir hier noch die Schatztruhe finden werden, seht ihr im nächsten Video oder im nächsten Part von LEGO Worlds. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet, wenn ihr dieses Video positiv bewertet und wenn ihr es noch nicht getan habt, mich abonniert. Wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao, euer Elmago.